Was soll ich denn tun? Ich habe alles getan, was ich kann und was ich weiß. Ich habe mein komplettes Wissen, ja, in dieses Spiel gepackt. Gepackt, ja. Können wir bitte spielen? Das wäre fantastisch. Ach, meine Ansprüche sind schon wieder zu hoch. Vielleicht werden diese beiden willkürlichen Personen mir helfen. Hallo. Muss ich jetzt nicht ernsthaft... gesehen habe, in der Stadt ist mir kein Verdächtiger aufgefallen. Vielleicht steckt er ja woanders. In meinem Auto. Ja, in... Hallo. Hi. Rippchen, ich glaube. Wieso Rippchen? Beim Schlachter gab es welche im Angebot. Was? Iblis-Trigger? Was ist das denn für ein Fleisch? Oh Gott, TNT-Mensch, grüß dich. Schönen guten Abend. Was? Ey. Hallo, willkürliche Frau mitten in der Pampa. Mit auffällig... Aber... Geh gerne in den Wald spazieren, aber neulich habe ich mich verlaufen und kam in einen Teil, der wie ein Dschungel war. Muss hier irgendwo sein. Kann ich Steine werfen? Oh, pff, ganze Gebirgszüge, ihr stirb. Nimmst du einfach mal so hin, ja, nee, ist gut. Ah, ich bin im Kreis gelaufen, ja, das wusste ich natürlich. Gott. Perfektion, ohne Scheiß. Perfektion. Ach, weil er dick ist, denkt er nur an Essen. Ja, das ist Comedy-Gold, das stimmt. Hallo. Kannst du mal bitte aufhören, so auf mich herabzublicken? Hey, bist du nicht von hier, oder? Wo kommst du her? Was, weil ich anders aussehe, oder was? Aus der Zukunft? Also veräppeln kann ich mich auch alleine. Hi. Hast du dich verlaufen? Wenn du zum Dschungel willst, geht's hier entlang. Möchte ich denn zum Dschungel? Ich möchte ja eigentlich zum Chaos-Trigger, nicht zum Dschungel. Ich gehe mal einfach... Das ist jetzt der zweite, der mich irgendwie Richtung Dschungel drängt schon, was? Ach, da ist was. Nicht mal mehr dein Hund interessiert sich für dich, Oma. Alte Frau. Hast du diese ganze Markierung gesehen? Ich frage mich, was das ist. Das ist ja ein Geheimnis. Vielleicht ist es ein Geheimnis. Ich werde so weit nicht kommen, nicht wahr? Hey! Gott, Blobfisch, grüß dich. Schönen guten Abend. Willkommen zum besten Spiel aller Zeiten. Und willkommen zu, ich habe keine gottverdammte Ahnung, was ich tun muss. Aber das gehört zu dem Spiel dazu. Da müssen wir uns dran gewöhnen. Das passt. Ja, ist fantastisch. Die NPCs, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, das dermaßen mit Leben gefüllt ist wie dieses hier, aufgrund dieser fantastischen NPCs. Das soll ich so erzählen. Was ist das eigentlich alles? Was wollen die mir hier jetzt hier beibringen mit Tutorials? When in doubt, consult your map and radar. They should tell you exactly where you need to go next. Klar, das ist genau das, was in diesem Spiel immer passiert. Exakt das. Ich glaube nicht, dass man das Spiel auf Steam kaufen kann, weil ich musste es für... Das muss ich mir mal vorstellen, für den Scheiß habe ich Geld ausgegeben. Das muss ich mir mal vorstellen. Das ist das, was ich für euch tue. Das ist das, was ich für euch tue. Ich habe hier 30 Euro ausgegeben, damit ich den Rotz spielen darf. Das ist das, was passiert ist. Für die PS3, wo wir merken. €60, ja. Also vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem das Spiel Seltenheitswert hat und ich sage, das war die beste Investition in meinem Leben. Ich habe keine gottverdammte Ahnung. Ich würde nicht zwingend damit rechnen, aber... Ja, stimmt. Es kommt irgendwann aber erst, nachdem ich es verbrannt habe. Wahrscheinlich, ja. Einen Tag, nachdem ich es verbrannt habe, stellen die Leute fest, es gibt einen Bug in Sonic 06 und wenn man den behebt, ist es auf einmal, weiß ich nicht, toll oder so. Das ist das, was passieren wird. Muss ich hier lang? Führt diese Brücke zu irgendwas? Nein, tut sie nicht. Was habe ich eigentlich erwartet? Ich gehe jetzt zum Scheiß-Dschungel, ist mir scheißegal. Was sind denn Franka Faces oder BTTV-Emoji? Aufgrund der Tatsache, dass ich frage, wahrscheinlich nicht. Das Spiel war sogar gebraucht, übrigens. Trotz dem...
Oder haben wir das... Nee, ich glaube, der Neupreis war, Neupreis war 30 und wir haben weniger bezahlt, glaube ich. Ja. Oh, jeder Cent, den man für so einen Dreck ausgibt, eigentlich zu. Ja, auf der anderen Seite, weißt du, es hatten Menschen unterhalten. Alle außer mir hatten Spaß. Wir nehmen das. Nintendo wird es bitte helfen. Wobei, für das Captain Toad Remake habe ich jetzt nur 27 Euro bezahlt für die Vorbestellung. Was ist denn da los? Irgendwas stimmt da nicht. Ist bestimmt fake. Bestimmt versehentlich die Wii U-Version bestellt. Oder so. Irgendwas stimmt da nicht. Ich meine, wir wissen, es ist ein Remake, aber... Als hätte das jemals irgendwas geändert. Wie komme ich in den Scheißladen denn jetzt rein hier? Wer soll denn das? Vielleicht ist irgendwo so ein komischer blauer Kreis. Aber wie... Was? Hauptsache, wir haben ruhige Flötenmusik. Gut, gut. Ich würde jetzt vermuten, dass es irgendwo eine Stelle gibt, die näher dran an dieser Insel ist, aber irgendwie... sieht es dann doch nicht so aus. Ich schaffe das von hier aus nicht, oder? Es kostet mich immerhin keine Leben. Das ist schon mal etwas. Immerhin. Die Münzrede, der Schwachsinn, das funktioniert nur mit Sonic. Auf der anderen Seite kann es durchaus sein, dass ich irgendwelche Funktionen als Silver habe, die mir gar nicht bewusst sind. Wie hieß ein chinesischer Bergsteiger? Hing am Hang. Wie nennen Chinesen einen Oberschenkelbruch? Knacki Knacki Nabaisaki. Isiduchite Ballonfeuerwerk. Mit Betonung auf Ballonfeuerwerk. Falke, Mann, dankeschön. Oh, mit offenem Oberschenkel, Bro. Nach dem Tattoo, das ich Gina nicht gezeigt habe. Was wollen die von mir? Ah. Also in der Mitte dieser Insel ist irgendein Tutorial-Knopf. Den baue ich hier, du Arsch. Muss ich mit irgendeinem NPC reden, der den Scheiß dann aufschaltet, aber das ist jetzt irgendwie auch Quatsch. Das ist für Sonic 06 eigentlich viel zu weit gedacht, oder? Machen wir uns doch nichts vor. Die glänzende Markierung. Ach, hier ist... Ach, das ist das, was ich die ganze Zeit gesucht habe. Das ist direkt hier vorne. Ach, komm schon. Perfekt. Per fucking Fact. Muss ich jetzt wirklich alle drei? Warten, toll. Wir warten alle gern durch Wasser. Ich bin blöd. Warum tue ich das? Das erklär mir. Warum tue ich das? Das erklär mir mal bitte jemand. This is the mirror of Soliana. It will take you right to your destination with its magical power. With its magical power. Hallo, ich bin quasi Morgan Freeman. Das ist das Schöne, dass sie das einzige Production Value, das sie in dieses Spiel gepackt haben, ist die Tatsache, dass ein billiges Morgan Freeman Fake der Sprecher ist. Danke. Danke. Perfect Fake, ja, das ist korrekt. Aber das wäre dann, das wäre zu Englisch, das kann ich nicht. Ich bin ja nur ein Englisch-Gott und kein Englisch... Falk. Oh ja. Plötzlich hier. Da klaut er mir einfach meine eins erschrockenes Gesicht, ängstliches Gesicht, Falke, du Cheater, küss endes Gesicht. Oh, hab Dank, Mann. Recht hast du natürlich. Abgesehen vom ängstlichen Gesicht. Hans bester Mann, definitiv. Ich bin ja mittlerweile eigentlich nur noch Nebendarsteller. Also. Aber das nimmt natürlich auch viel Druck von mir. Ich kann mich jetzt dann sehr viel besser auf diese grandiosen Spiele konzentrieren. Was? Was? Was?
Soll ich da erstmal drauf springen? Looks like I can use this to go up. Perfekt. Perfekte Idee. Grandiose Idee, gar. Warum bin ich nicht selbst drauf gekommen? Warum würde man das so einbauen? Ja, was hat der Kratz denn wieder getan? Der alte schwere Nöter. Oh, Jöschelchen heiratet mich. Ist jetzt eifersüchtig? Das ist eine Schildkröte. Das ist so verfickte Schildkröte, Mann. Was? Wo muss ich hin? Ich bleibe einfach auf der Schildkröte. Jetzt habt ihr beide die zwei. Ja, sehr schön. Nächste Stufe ist vorstellen sollten. Nee, wir springen von der einen Schildkröte mit wunderbar hübschen blauen Augen zur nächsten Schildkröte mit wunderbar hübschen blauen Augen. Was denkst du denn? Wir entsorgen hier gar nichts. Alles, was es in diesem Spiel gibt, kann und wird als Transportmittel verwendet werden. Selbstverständlich. Das ist das Grausamste überhaupt. Oh, was ist das jetzt? Platforming? Das ist jetzt nicht dein Ernst. Warum fallen da Sachen runter? This turtle is very useful. Der Bretter vor dem Kopf habe ich in dem Spiel dauernd. Das, also in dem Spiel muss das, was wir haben, reichen. Use the fruit that's all around you to call the turtle. Use the fruit to call the turtle. Oh, wer kennt sie nicht? Die bezaubernden, verdammten Delfin-Schildkröten aus dem Am... Ich kann einfach drunter herlatschen. Es ist das beste Spiel, was ich in meinem Leben jemals gespielt habe, ohne Scheiß. Muss ich da drauf? Aber damit kann ich bestimmt die Tür kaputt machen. Ja, aber... So, jetzt. Yes! Willkommen zurück in Crash Bandicoot! Hab Dank, Fabrizio. Jetzt mal ohne Scheiß. Ich harre einfach nur noch der Dinge, die da kommen. Ohne Scheiß. Ich harre einfach nur noch der Dinge, die da kommen. Und es ist fantastisch. Hier, nimm meine Wasserfrucht. Und nimm meine Wasserfrucht und lass mich auf dir reiten. Das ist das, was wir tun werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin für dieses Spiel, jetzt mal ohne Scheiß, für dieses Spiel, dafür, dass es Sonic 06 ist, bin ich fast schon überrascht, wie gut der Scheiß hier funktioniert. Sagt er und wurde von irgendeinem willkürlichen Scheiß getroffen, gegen den er sich nicht wehren kann. Mac Shack, grüß dich. Ja. So, wie soll ich da hochkommen? So hoch kann ich ja nicht springen gehen. Oder soll ich jetzt von hier da rüber? Nee. Was für ein Scheiß denn? Plötzlich. Wieso trifft er die denn nicht? Hier hin? Geh jetzt mal einfach davon aus. Hier sind Münzen also, oder Ringe, die gehe ich immer davon aus. Ja. Da. Ja. Zwei. Können wir mal aufhören, mich zu treffen aus irgendeiner Scheiße, die ich nicht sehe, du Arsch? Trottel. Du Blödmann. Auf hoher See. Warst du jemals auf einem Schiff? Warst du jemals auf einem fahrenden Schiff? Wann? Ich glaube, Frauen war sehr selten auf fahrenden Schiffen. Sehe absolut nichts. Ich bin verwundert darüber, dass das alles funktioniert, wie mit der Schule.
Auf der Klassenfahrt ist mir schon klar, aber wo, auf dem Gardasee. Okay. Schiffschaukel, da wird Frau, glaube ich, im Leben drauf. Wir haben uns letztens mal ein Video von einer Kirmes angeguckt, vor ein paar Tagen. Aus gegebenem Anlass. Und kann ich damit nicht interagieren. Und also im Grunde genommen, wirklich jede einzelne Reaktion war, also da würde ich nicht drauf gehen. Tretboote. Stimmt, du warst mal mit mir auf dem Tretboot. Ja, Tretboote zählen natürlich. Tretboote sind fantastisch. Denn die Flaggos waren noch nicht mit mir auf dem Tretboot. Nee, Frau war mit mir auf dem Tretboot. Aber ja, die gilt. Es sind eine Sechsschaukel. Ja, ich auch, mein Freund, ich auch. Es ist nicht hoch genug. Nee, es ist nicht ganz hoch genug. Wahnsinn. Hätte im Leben ohne diese Ringe. Das war das erste Mal. Ey, das war ein kleines bisschen Game Design. Das nicht. Ich hätte ohne diese Ringe hätte ich im Leben nicht gesehen, dass dieses Blatt hier ist. Darf ich so hingehen, wo ich sicher bin? Das wäre fantastisch. Da so? Ja, nehmen wir gerne. Die Fahrt war fantastisch. Die Fahrt war fantastisch auf irgendeinem See, ich glaube in Paderborn. Was ist in Paderborn? Ich meine schon. Iserlohn, Entschuldigung. Ist ja nicht relativ nah beieinander. Vielleicht laber ich gerade total Schwachsinn, aber ich glaube, Iserlohn und Paderborn sind nicht weit voneinander entfernt. Ja, ist sowieso alles relativ, aber. Hier. Ich weiß ja, was ich tun muss, da bringen wir halt erstmal ein paar Roboter um. So, das ist das, was wir jetzt tun werden, weil wir das sehen. Pater Noster. Grutzer unser im Pimmel. Was muss ich tun? Fertig. Das war's. Willst du sterben? Würdest du Gottverdammt nochmal. Danke. Du lebst immer noch. Was bist du denn für ein Saftsack? Danke fürs Horsten. Denn? Hier? Nee, da will ich nicht hin, da ist doof. Ich will eigentlich hier lang. Dass ich das vielleicht da runterschlagen kann, aber das wäre dann auch wieder. Im Grunde genommen wäre das dann wieder eigentlich zugegebenermaßen viel. Kann es sein, dass ich mit diesen Dingen den Ball runterhauen soll, sodass ich irgendwann hier wieder rauskomme? Versuchen wir es einfach mal hier. Weil ich nicht das Gefühl habe, dass das irgendwas ist, was zu irgendwas führt, ehrlich gesagt. Tut's auch nicht, ne? Langos, danke fürs Horsten. Was? Hier komme ich her, oder nicht? Dang, yeah! Hier komm ich doch her. Ja, hier kam ich so vorhin hin. Aber ich sehe nichts. Ich habe Angst. Ich habe Angst und fühle mich einsam. Ich kann ja nur zurückgehen, was anderes bleibt mir nicht übrig. Hier muss doch irgendwas sein. Das führt doch geradeaus hier hin. Nee. Der Stock ist so offensichtlich da platziert, als. Okay. Zumindest irgendein Fortschritt, hoffe ich jetzt mal einfach. Hier hin? Nee. Oh. I wish I could go up. Ja.
Warte, ich bin ja nicht mal mehr sonderlich weit gekommen. Ich dachte, ich hätte das Level eine Stunde gespielt oder 12. Das ist so ein Scheiß hier. Was habe ich eigentlich erwartet? Das ist die Frage. Was zur Hölle hast du erwartet? Voll Pfosten. Okay. Aber gehen wir jetzt davon aus, dass es trotzdem richtig war? Ich gehe davon aus, dass es richtig war. Was soll mich denn getroffen haben? Bist du doof? Da, 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 da. Yes. Einfach nur noch Spam. Das ist das Einzige, was man noch macht in diesem Spiel. Einfach nur noch willkürlich Knöpfe drücken. Meno, ja, das ist im Prinzip ist das der neue Smash-Hit von den Crash-Test-Dummy. Kennt ihr die Crash-Test-Dummy? Ich glaube, mir wurde, jetzt mal ohne Scheiß, mir wurde vor ein paar Tagen einfach willkürlicherweise, ich weiß nicht, was YouTube oder ihr wundervoller Algorithmus, ach, hier ist ein Checkpoint, ihr wunderbarer Algorithmus sich dabei gedacht haben, mir wurde letztens einfach auf meiner Startseite auf YouTube, wurde mir einfach Hansen vorgeschlagen. Hm, Bob. Willkürlicherweise. Ich hab's dann angemacht, einfach aus Protest, ja. Aber jetzt bin ich, hier war ich doch schon. Oder nicht? Ich bin mir eigentlich recht sicher, dass ich hier schon war. Ich weiß nicht. Aber so Angst. Bob, da, ba, du, wop. Wippen, wuppen, bi, wu, wop. Wappen, wippen, bi, wudel, du. Reicht das jetzt bitte? Okay. Ist das Fortschritt? Sieht etwas so aus, allerdings nur etwas. Hier ist ein Roboter unter einer Luke? Was? Und was soll ich mit dem Roboter in der Luke jetzt machen? Ich habe absolut keine gottverdammte Ahnung, was hier gerade passiert. Aber dafür habe ich seinen Arm abgerissen. Eindeutig die richtigen Prioritäten gesetzt. Eindeutig die richtigen Prioritäten gesetzt. Eine Möglichkeit, ihn zu töten. Hör doch mal auf, deine Arme nach mir zu werfen. Wir sind hier doch nicht in Parodius. Irgendwie Parodius. Wahrscheinlich bin ich wieder der einzige Trottel, der Parodius kennt. Du kennst auch Parodius? Ah, stimmt. Das hast du wahrscheinlich schon mal gesehen, als ich es gespielt habe, ja. Doch, macht Sinn. Hat er nicht gesagt. Hat er nicht gesagt. Würdest du bitte hochkommen, sodass ich dich töten kann, du blöder Pissarsch, doof. Ach, ist er tot? Nee, ist er nicht. Ist er erst halb tot? Der ist erst halb tot. Und, ach, ich kann seine Hand doch nicht nehmen. Ja, tut mir leid. Ich hab auch eh nur noch einen Ring, du Arschloch. Was hier passiert. Muss ich den umbringen? Aber der war so gut versteckt. Ich gehe mal davon aus, dass er irgendeine Bewandtnis hat. Wir können doch nicht einen Gegner unter einer Klappe verstecken, der dann absolut keinen Sinn hat, oder? Genau, der wollte eigentlich nur schlafen. Was war das jetzt? Ein versteckter Gegner für den Fall, dass ich mehr von diesen Gegnern umbringen möchte, oder was? Ist das jetzt meine Belohnung? Was muss ich machen? Was, ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Ich renne nur im Kreis. Das ist wieder der Start. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen. Ist in der in dem Loch da hinten was oder was? Okay. Ist hier überall was drin? Nee. Ach doch. Perfekt. Absolut perfekt. Stimmt, ich habe ein moosbewachsenes leeres Loch. Das ist das Größte, was ich jemals entdeckt habe. Gibt mit Sicherheit Spiele, in denen man... Ach, komm schon. Gibt mit Sicherheit Spiele, in denen man sich über moosbewachsene leere Löcher freuen will. Ich bin mir sicher, das gibt es irgendwie irgendwo. Hier haben wir noch nicht reingeguckt.
Toll, noch ein Roboter, den ich besiegen darf. Hier kriegst du eine Platte vor den Kopf, Arschloch. Wieso? Was ist denn? Geh doch. Da, geh sterben jetzt, Arsch. Nee, gib mir das zurück, So. Geh das auch zurück, da muss ich... Nein, wieso geht es den Weg? Es ist doch nicht nett. Komm schon. Oh, bitte. Was muss ich tun? Ich sehe nicht, was die von mir wollen. Ich will nach oben, das ist mir klar. Aber wie komme ich nach oben? Hier ist ja nichts, was mich nach oben führt. Das ist alles auf derselben Ebene. Ja, so nennt man das hier. Das mal. Wir haben ja elegante Sprache. Ein sehr, sehr elegantes Sprachbild. Wie man sich sicherlich vorstellen kann. Würdest du bitte sterben? Das wäre sehr, sehr freundlich. Ohne Moos nichts los. Für mich das zu irgendwas. Eine Münze. Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Es tut mir aufrichtig leid. Ich weiß nicht, was die von mir wollen. Ich habe keine gottverdammte Ahnung, was die von mir wollen. Das ist nur ein One-Up. Das interessiert mich nicht. Das sag ich noch. Ich kann ja nur im Kreis laufen. Hier sind also Checkpoints, die mich im Kreis führen. Das ist der Start des Levels im Prinzip. Aber hier ist vielleicht... Great, was auch immer das ist. Die Musik hat sich verändert und der Bildschirm zuckt. Ja, immerhin. Auch gut. Nee, sie ist irgendwas gebracht. Was damit zu tun? Aber die hat doch gerade nicht funktioniert. Ich war doch gerade schon an eines von so einem Ding dran. Die hat nicht funktioniert. Deswegen dachte ich, die werden deaktiviert oder irgendwas anderes Sinnvolles. Ja. Genau. Ja. Die Kamera. Ich kann die Kamera nicht. Ich weiß nicht, wo ich hinfall. Alter, komm mal klar. Was zur Hölle? Willkürlicher geht. Nein. Wieso geht das wieder zu? Geh weg. Was ist das? Wieso? Sag mal. Ey, bist du... Oder was? Da. Jetzt. Da. Ich drücke doch den Knopf! Lande ich drauf? Okay. Zumindest etwas. Das riecht nach Fortschritt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es einer ist, aber es riecht zumindest. Ist ja schon mal ein Anfang. In dem Spiel muss man das manchmal nehmen. Okay. Ja, ich sehe gar nichts. Ja. So, jetzt. Es ist einfach weg. Natürlich ist es einfach weg. Es ist Sonic 06, du Trottel. Those enemies look like they're guarding the cage. It seems I'll need to defeat them first. Ist das jetzt die Kugel, die ich gerade geschossen habe? Jetzt alles umgefallen. Okay. Und das ist das Ende. Alter Falter, was ist denn los? Alter.